Grüß euch, ich bin der Alex. Ich möchte euch heute einen Pilz vorstellen, den ihr sicher alle schon einmal gesehen habt. Er hat viele Namen, wie zum Beispiel Tintenpilz, Tintenschopfling, Porzellantintling, aber besser bekannt ist er unter den Namen Schopftintling oder auch als Spargelpilz. Der Schopftintling ist mit den Champignons verwandt und in Europa heimisch. Er ist, wenn er jetzt frisch aus dem Boden sprießt, also noch recht jung ist, ein sehr guter Speisepilz, denn sobald sie jetzt etwas älter werden, zerfließen sie zu einer tintenartigen Flüssigkeit. Der Schopftintling ist auf der gesamten Nordhalbkugel weit verbreitet. Man findet ihn oft in Brachland, an Wald- und Wegrändern, aber auch auf Wiesen vor. Aber auch in der Stadt ist er vorzufinden und ist einer der charakteristischen Pilze, der oft in großen Gruppen auf gedüngten Rasenflächen mitten in Wohnsiedlungen wächst. Und wie der Schopftintling jetzt genauer aussieht, das möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Die Fruchtkörper des Schopftintlings erscheinen ab April bis tief in den November hinein. Der Hut ist 5 bis 10 cm hoch und 3 bis 6 cm breit und der Pilz kann eine Gesamthöhe von bis zu 20 cm erreichen. Bei den jungen Exemplaren ist der Hut ei- bis walzenförmig und bei zunehmendem Alter öffnet er sich und wird dann glockenförmig. Die anfangs fast reinweißen, nur am Rand schwach beige bis rosa und an der Spitze rötlich bis bräunliche Huthaut der Außenseite reißt mit dem Wachstum zu Schuppen auf. Der weiße, längsfaserige, geschuppte, schlanke Stiel ist zerbrechlich. Er ist hohl, glatt und hat eine tief sitzende Knolle. Der Stiel hat einen Durchmesser von 1 bis 2 cm und trägt einen schmalen, häutigen und unverwachsenen Ring. Das Fruchtfleisch ist weiß und dünn und die Lamellen sind anfangs aufgrund der Hutform nicht sichtbar. Jung sind sie weiß und später dann rosafarben. Mit dem Alter lösen sich Hut und Lamellen zu einer tintenartigen Flüssigkeit auf. Diese Sporenpulverfarbe ist schwarz und tropft mit der Flüssigkeit ab, wird aber auch als Staub durch Luftbewegungen verbreitet. Paniert oder gebraten ist der Schopftintling ein ausgezeichneter Speisepilz, solange der Hut nicht ausgebreitet und die Lamellen noch weiß oder rosig sind. Es ist aber auch darauf zu achten, dass der Pilz recht schnell verwertet wird, da auch junge Exemplare nach dem Ernten bald hintrig zerfließen und nicht mehr genießbar sind. Wichtig ist aber auch zu wissen, dass der Schopftintling in Verbindung mit Alkohol eine schwachgiftige Wirkung hat. Um die Haltbarkeit für den Transport etwas zu verlängern, dreht man den gesamten Pilz samt den Stiel vorsichtig aus dem Boden heraus. Dadurch halten euch dann die Hüte etwas länger. Aber die Stiele auf gar keinen Fall wegschmeißen, denn aus ihnen kann man ein sehr hochwertiges und aromatisches Pilzpulver herstellen. Denn die Pilze zählen zu den besten Würzpilzen. Wie die Lamellen jetzt innen bei so einem jungen Schopftintling aussehen, das zeige ich euch jetzt. Okay, hier haben wir jetzt einmal den Stiel. Und hier war dann noch eben dieser kleine Ring dran. Der war aber noch unterm Hut. Der ist mir jetzt leider zerfallen. Und hier haben wir den Hut. Den werde ich jetzt einmal öffnen. Und ihr seht, die Lamellen sind weiß. Also ihr seht, das Fruchtfleisch, die Lamellen, die sind schön weiß. Den kann man essen. Und er duftet auch sehr gut. Herrlich. Ich liebe den Geruch von den Pilzen. Also solange die Lamellen weiß oder rosafarben sind, ist er genießbar. Ansonsten, wenn er dann schon eher so eine dunklere Farbe hat, tintrig wird, ist er überhaupt nicht mehr genießbar. Und wie schon gesagt, die Stiele aufheben, denn aus ihnen kann man ein sehr hochwertiges und edles Pilzpulver herstellen.
Beim Sammeln seid es aber vorsichtig, da Verwechslungsgefahr mit dem ebenfalls genießbaren Faltentintling besteht. Man nennt ihn auch graue oder gemeine Faltentintling. Jung ist der Faltentintling essbar, aber in Verbindung mit Alkohol ist er giftig. Als Nebenwirkungen werden dann meist Hitzegefühl, Herzklopfen, Sprach- und Sehstörungen genannt. Beim Pilzesammeln sollte man generell immer vorsichtig sein, da es auch bei den Tintlingen Sorten gibt, die jetzt nicht zum Verzehr geeignet und giftig sind. Übrigens, früher verwendete man die Tinte der Tintlinge, da sie gegen das Licht unempfindlich und Dokumenten geeignet waren. Okay Leute, das war's auch schon wieder mit meinem kleinen Kurzvideo über den Schopftintling. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und danke für euer Interesse. Generell sollte man immer vorsichtig sein beim Pilzesammeln und darauf auch achten, was für einen Pilz man gerade vor sich hat. Habt aber auch immer ein Pilzbuch mit dabei, das ihr euch dann zu Rate ziehen könnt, wenn ihr auch einmal nicht sicher seid. Ansonsten lasst ganz einfach die Finger davon, denn wie ich immer zu sagen pflege, bei den Schwammeln, da irrt man sich nur einmal. Macht's gut!